Erfolg des vorangegangenen Finanzjahres. Live vom Finanzminister Magnus Brunner und WIFO-Direktor Gabriel Felbermayr. Sind wir jetzt in dieser Situation, seitdem in Österreich der erste Corona-Fall bekannt geworden ist. Und das waren zwei Jahre, die natürlich gesundheitspolitisch sehr herausfordernd waren, aber auch aufgrund der notwendigen Maßnahmen natürlich auch wirtschaftlich und auch budgetär mehr als herausfordernd waren. Wir waren uns auch in der Bundesregierung natürlich immer bewusst, dass es im Gleichklang zu den Einschränkungen auch immer wieder Hilfe für medizinische Versorgung, aber natürlich eben auch für betroffene Betriebe, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer braucht, dass das notwendig ist. Und wir haben heute, fast zwei Jahre nach dem ersten Corona-Fall, die Situation, dass es gut gelaufen ist. Auf die Details kommen wir noch, dass es der richtige Weg war. Wir hatten eine breite Palette an Hilfsinstrumenten, die wir zur Verfügung gestellt haben. Und das hat schon dazu geführt, dass eine Insolvenzwelle auch verhindert werden konnte und natürlich dadurch auch Arbeitsplätze und Betriebe entsprechend gerettet wurden. Und ja, wir haben im Laufe der Pandemie auch dazugelernt, was die Hilfsinstrumente, die Treffsicherheit der Hilfsinstrumente betrifft. Das ist wichtig und diese Hilfen haben wir dauernd angepasst, immer wieder laufend angepasst, auch versucht, effizienter zu gestalten. Das ist notwendig, um aus den Lehren auch entsprechend anzunehmen und daraus zu lernen. Der Ausfallsbonus beispielsweise, das ist das Instrument, das mit Abstand am meisten in Anspruch genommen wird. Da haben wir mittlerweile eine durchschnittliche Genehmigungsdauer von circa 7 Tagen. Das ist gut, das ist zumindest für dieses Instrument doch eine sehr gute Entwicklung. Auch im internationalen Vergleich übrigens sind solche Instrumente durchaus gut angenommen worden und auch eben was die Dauer betrifft, sehr, sehr gut. Und dass diese Hilfen gut gewirkt haben, das ist, wenn wir es sagen, natürlich das eine, aber es ist auch gut, wenn es Expertinnen und Experten sagen, die OECD beispielsweise, der Währungsfonds auch, aber auch Moody's als Ratingagentur haben uns hier bestätigt, dass die Hilfen gut gewirkt haben. Das attestieren sie uns. Und diese Hilfen sind natürlich auch die Basis für die gute wirtschaftliche Entwicklung insgesamt, die derzeit sehr, sehr positiv ist. Wir hatten im Jahr 2021 ein Wachstum von 4,1%. Jetzt heute gerade wird der Herr Professor dann noch was dazu sagen, noch sogar angepasst. 5,2% für dieses Jahr prognostiziert vom WIFO und 2,5% dann für kommendes Jahr. Damit liegen wir auch über unseren Nachbarn, liegen über der Schweiz und Deutschland. Und das stimmt uns natürlich optimistisch, muss man sagen. Und zeigt auch, dass unsere Wirtschaft widerstandsfähiger geworden ist. Gerade gegen das Virus natürlich auch widerstandsfähiger geworden ist. Das ist durchaus eine positive Entwicklung. Wir liegen in vielen Wirtschaftsbereichen über dem Vorkrisenniveau, nicht Vorjahres, sondern Vorkrisenniveau. Und die WIFO-Daten, die aktuellen, zeigen auch eine deutliche Verbesserung der österreichischen Wirtschaft nach den Öffnungen im Dezember. Auch sehr positiv. Insbesondere das Weihnachtsgeschäft natürlich auch, aber auch der zusätzliche Einkaufstag, den wir hatten im Dezember, das hat schon entscheidend eigentlich auch zum Anstieg des Konsums geführt. Auch der Tourismus zeigt sich stark verbessert. Die Details, wie gesagt, wird Direktor Felbermayr dann präsentieren. Aber trotz dieser durchaus positiven Meldungen, dieser positiven Nachrichten, wird es natürlich auch weiterhin entscheidend sein, dass wir alles dafür tun, dass wir nicht zusätzliche Einschränkungen haben werden. Deswegen auch die Öffnungsschritte und keine Lockdowns mehr hoffentlich. Das ist das Entscheidende. Auch wenn die letzten Lockdowns etwas günstiger unter Anführungszeichen waren wie die ersten, dann kostet trotzdem noch ein Lockdown circa 400 Millionen Euro pro Woche. Und deswegen ist das Ziel natürlich, solche Lockdowns in Zukunft zu verhindern. Damit komme ich zum zweiten Thema, zum Gebarungserfolg des vorangegangenen Finanzjahres, also quasi die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des Bundes. Die Pandemie hat
und die notwendigen Ausgaben natürlich, die wir aufgrund der Pandemie hatten, natürlich auch Auswirkungen auf die Gebarung des Bundes, überhaupt keine Frage. Wir haben einen Nettofinanzierungssaldo, hatten ein Nettofinanzierungssaldo 2021 von minus 18 Milliarden Euro. Das war um 4,5 Milliarden Euro besser als im Vorjahr und auch um ca. 12,8 Milliarden Euro besser, als es im Bundesvoranschlag vorgesehen war. Die Auszahlungen auf der einen Seite, die bereinigten Auszahlungen, betrugen 104 Milliarden Euro und sind dadurch im Vergleich zum Vorjahr auch gestiegen um fast 8 Milliarden Euro oder um 8,2%, auch höher, leicht höher als im Bundesvoranschlag vorgesehen waren. Die Einzahlungen auf der anderen Seite betrugen 86 Milliarden Euro. Damit sind sie natürlich konjunkturbedingt auch gegenüber dem Krisenjahr 2020, gegenüber dem ersten Krisenjahr um 12,4 Milliarden Euro gestiegen, auch um 13,5 Milliarden Euro höher als budgetiert. Wir haben insgesamt in der Corona-Krise rund 43 Milliarden Euro an Corona-Hilfsmaßnahmen ausgegeben, also gesamthaft, nicht im letzten Jahr, sondern gesamthaft, und davon 19 Milliarden im Jahr 2021 für eben die unmittelbare Bewältigung der Covid-19-Krise. Dabei waren knapp 8 Milliarden, 7,7 Milliarden für die COFAG-Hilfen im Jahr 2021 vorgesehen, also Unternehmenshilfen direkt. Wir hatten im Bereich der Gesundheit knapp 4 Milliarden. Wir hatten 3,7 Milliarden Euro Auszahlungen für die Kurzarbeit im Jahr 2021 und 1,4 Milliarden Euro für den Härtefallfonds der Wirtschaftskammer und auch die anderen Hilfsinstrumente im Härtefallbereich wie bei der AMA. Also insgesamt bedeutet das für uns, dass die Budgetentwicklung in Summe besser war als erwartet. Aber natürlich bleiben die Aufgaben sehr herausfordernd. Die Pandemie wird uns noch weiter begleiten, auch budgetär natürlich weiter begleiten und auch wirtschaftlich beschäftigen. Aber es zeigt sich, dass wir durchaus auf einem sehr, sehr guten Weg sind, den wir auch so weitergehen wollen natürlich. Aber wir müssen uns auch auf die Zeit nach der Pandemie vorbereiten. Das ist ganz wichtig. Und mit Maßnahmen wie der ökosozialen Steuerreform beispielsweise wollen wir dafür sorgen, auch dass das Wachstum nachhaltig abgesichert wird. Das ist auch wichtig. Ein Teil dieser gut 5% Wachstum ist ja auf die Steuerreform zurückzuführen, also 1% auf die Steuerreform zurückzuführen. Das zeigt auch, dass das der richtige Weg ist. Und mittelfristig wollen wir natürlich auch wieder zu einem nachhaltigen Budgetpfad zurückkehren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich darf an Sie, Herr Professor, weitergeben. Ja, einen guten Morgen. Vielen Dank, Herr Finanzminister. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir heute eine Schnellschätzung für das vierte Quartal 2021 abgeben dürfen. Die offiziellen Zahlen der Statistik Austria kommen ja erst im März, aber die Schnellschätzung ist schon relativ genau, das hat die Vergangenheit gezeigt. Und was man sagen kann, ist, dass das vierte Quartal 2021 etwas glimpflicher verlaufen ist, als wir das befürchtet hatten. Wir haben im Dezember noch ein Minus für das vierte Quartal in der Gegend von 4% gesehen. Es sind aber vermutlich nur 2,2 Minus geworden. Das ist immer noch natürlich ein Einbruch der Wirtschaftsleistung um etwa 2,3 Milliarden Euro im vierten Quartal. Aber, wie gesagt, eine bessere Bilanz als zu befürchten war. Und das bedeutet auch, dass wir für das Jahr 2021 insgesamt eine etwas höhere wirtschaftliche Dynamik hatten, weil das vierte Quartal nicht so schlecht war, wie es ausgesehen hat zunächst. Und wir werden zwischen 4,6 und 4,7% im Jahr 2021 sehen. Das ist eine sehr ordentliche wirtschaftliche Dynamik. Nicht Eurozonen-Spitzenwert, aber wir gehören dazu den dynamischeren Ländern in der Eurozone. Und der Unterschied zu Deutschland ist frappierend. Deutschland hatte keinen Lockdown im vierten Quartal und trotzdem ein Schrumpfen der Bruttowertschöpfung. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland ging um 0,7% zurück, das vor allem in Deutschland getrieben ist durch eine Industrieschwäche, währenddem in Österreich die Industrie auch im vierten Quartal geliefert hat. Und das
Wachstum unterstützt hat. Die Frage, die man sich natürlich stellen kann, ist, was wäre gewesen, wenn im vierten Quartal kein Lockdown erfolgt wäre, wenn man sich so verhalten hätte wie zum Beispiel Deutschland, und wie viel mehr hätte Österreich Wertschöpfung produziert? Naja, die Eurozone insgesamt wird wohl gewachsen sein im vierten Quartal. Die Zahlen aus Italien sind sehr stark, die Zahlen aus Frankreich gut, die Zahlen aus Spanien auch sehr stark, und es fehlen natürlich noch viele Länder. Aber wenn man angenommen hätte, dass man ohne Lockdown ungefähr 0,7% Wachstum gehabt hätten, dann hat uns der Lockdown und auch die Infektionslage, die leider da war, ungefähr 3 Milliarden Euro an Wertschöpfung gekostet im vierten Quartal. Und das sind etwa 350 Euro pro Österreicherin und Österreicher, die da verloren gegangen sind. Der Lockdown war notwendig. Es war die Infektionslage, die das hervorgerufen hat. Und es zeigt sich wieder, dass dieses Virus einfach Geld kostet. Wie schaut es aus in den nächsten Monaten? Nun, wir haben am Freitag den Konjunkturtest veröffentlicht, also die Befragungsergebnisse aus der Wirtschaft. Und da zeigt sich, dass es nach einer relativ langen Phase von zurückgehenden Erwartungen und einer eingetrübten Lageeinschätzung es zu einer Verbesserung kommt, jedenfalls nicht mehr zu einer weiteren Verschlechterung. Die Erwartungen haben sich also stabilisiert. Der Indexwert ist leicht positiv, und wir gehen also davon aus, dass aufgrund dieses Befunds wir keine fundamentale Revision brauchen unserer Einschätzung für das laufende Jahr. 5,2%, ein bisschen schwächer starten wir, als wir das im Winter noch gedacht haben. Das erste Quartal wird vielleicht ein klein wenig schwächer sein, aber die 5, hat noch eine Chance. Und selbst wenn wir mit 4,8 oder 4,7% durch das nächste Jahr gehen, das wäre so viel wie 2021, ist das immer noch eine sehr gute wirtschaftliche Dynamik. Wir haben es mit einer K-Situation zu tun, K-Rezession sagen manche. Ein Ast des Ks weist nach oben, der andere Ast nach unten. Wir haben eine sehr zweigespaltene Konjunkturentwicklung. Das haben wir auch im zweiten, das haben wir auch im vierten Quartal des letzten Jahres noch mal gesehen, mit massiv negativen Entwicklungen im Bereich Handel, auch Beherbergung, Gastronomie, die 5,6% Wertschöpfung liegen lassen haben in diesem vierten Quartal. Andererseits dann aber bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, das sind vor allem Beratungsdienstleistungen dabei, EDV-Dienstleistungen, solche Sachen, hat weiter ein Wachstum stattgefunden von 1,0% in etwa. Und eben auch die relative Stabilität der Industrie, des Baus vor allem, hat uns durch dieses vierte Quartal geholfen. Lassen Sie mich noch ein paar Worte sagen zur Budgetsituation. Es ist sozusagen erfreulich, dass das letzte Jahr in Summe so gut gelaufen ist. Und das bedeutet auch, dass die Schuldenquote nicht so stark ansteigt, wie man sich das vielleicht am Beginn des Jahres erwartet hat. Das BIP wächst stärker. Das nominale BIP wächst sogar noch stärker, weil die Inflationsentwicklung stark war. Und das heißt aber auch, dass die Staatsschuldenquote stärker noch zurückgeht, als wir das bisher gesehen haben. Was auch interessant und wirklich ein Stück weit eine gute Nachricht ist, ist, dass ohne die Covid-Maßnahmen Österreich ein schwarzes Null hingelegt hätte. Eine schwarze Null bedeutet, dass das Budget mehr oder weniger ausgeglichen gewesen wäre, hätte es nicht die Zusatzausgaben für Covid gebraucht. Und daraus wiederum kann man, glaube ich, schon schlussfolgern, dass die Steuerreform, die jetzt ja im Laufe des Jahres und dann in den nächsten Jahren ihre Wirkung entfalten wird, wichtig und richtig war, dass sie sozusagen den Österreicherinnen und Österreichern ein Teil Kaufkraft zurückgibt, weil die Budgetsituation keine schlechte ist. Was auch auffallend ist im Budgetvollzug des letzten Jahres, ist, dass auf der Einnahmenseite vor allem auch die Steuern aus dem Unternehmenssektor stark dynamisch waren. Die haben also sehr viel mehr Steuern bezahlt, als das budgetiert war und im Jahr 2020 der Fall war. Ein Teil der Wirtschaftshilfen, die man sozusagen
in die Unternehmen auszahlt, ist also im letzten Jahr durch sehr viel höhere Unternehmenssteuern wieder zurückgekommen, ob das die veranlagte Einkommensteuer war oder die KÖST. Wirklich, muss man sagen, historisch hohe Zuwachsraten beim Steueraufkommen da. Letzte Bemerkung noch zu dem Teuerungsgipfel von letzter Woche. Da sind wir sehr froh, muss ich sagen, dass es nicht zu einer temporären Absenkung der Mehrwertsteuer gekommen ist. Die Mehrwertsteuer ist kein Spielzeug, mit dem man mal rauf, mal runter geht. In Summe glauben wir, dass das ein gutes Maßnahmenpaket ist. Man hätte es vielleicht ein bisschen günstiger kriegen können, wenn man den Energiekostenausgleich etwas früher schon abgekapselt hätte. Aber in Summe keine Fundamentalkritik des WIFO zu diesem Maßnahmenpaket. Vielen Dank. Dankeschön. Wir kommen nun zu Ihren Fragen. Herr Zierm von der Presse. Ja. Herr Fang, die erste Frage wäre mal, Herr Brunner, die 43 Milliarden, ist das inklusive der Garantien oder sind das nur die Auszahlungswerten? Und dann auch noch eine Frage, können Sie jetzt schon sagen, wie viel wird es denn in Summe werden, inklusive der Zahlen, die 2022 noch dazukommen werden? Ich hätte noch zwei Fragen, aber vielleicht muss ich. Vielleicht darf ich auf das antworten. Ja, das ist inklusive Garantien. Das ist auch, stimmt uns deswegen auch etwas optimistischer, weil natürlich nicht alles schlagen wird. Das heißt, ja, das ist die Gesamtsumme. Und haben Sie eine Schätzung, wie viel dann schlussendlich, wenn man, wie viel von den Garantien schlagen wird und was noch 2022 kommt, was schätzen Sie, wird am Ende dieses Jahres dann unterm Strich stehen? Das ist leider nicht abschätzbar. Also wir gehen davon aus, dass eben nicht alles schlagen wird, also dass es eher weniger werden wird. Aber eine Abschätzung traue ich mich zu diesem Zeitpunkt nicht abzugeben. Frage. Hilfen laufen ja bis Ende März. Jetzt gibt es natürlich Forderungen von der Tourismusindustrie, dass man sagt, da ist man noch mitten in der Wintersaison und die könnte durch Omikron doch nicht so laufen wie erwartet. Wird es eine Verlängerung geben bis in den Sommer? Wir werden uns das anschauen, wie die Entwicklung natürlich auch passiert, wie die pandemische Entwicklung geht die nächsten zwei Monate. Momentan haben wir es bis Ende März jetzt einmal verlängert und dann werden wir uns das mit den nächsten Schritten auch anschauen. Jetzt kommen einmal Öffnungsschritte. Das ist gut für die Wirtschaft, natürlich auch für die wirtschaftliche Entwicklung. Und dann werden wir uns anschauen, wie es funktioniert. Herrn Felbermayr, können Sie schon sagen, in wie vielen Prozent des BIP dürfte das Defizit jetzt liegen, wenn man diese 18 Milliarden hat? Sie müssen jetzt schon wissen, der Zücker. Ja, gut, das ist eine einfache Rechnung. 4,5% in etwa sind das. Deutlich weniger, muss man sagen, als wir befürchtet haben und auch weniger, glaube ich, als im Budgetvorschlag stand. Bitte, der Kollege. Paul Mayer, ATV. Zwei Fragen an den Herrn Minister. Der Kollege hat schon angesprochen, die Wintersaison ist, also wir haben gerade die letzten Monate der Wintersaison. Viele Betriebe haben im Herbst gesagt, also die aktuelle Pressekonferenz hier zu den aktuellen Wirtschaftsprognosen. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann blicken wir auch auf die Börsen dieser Welt. Bleiben Sie dran.